Trigger finger on a red button. Cold war again, all of a sudden. Gluten breakfast run by a Russian. Fake news and a discussion. Gluten free's my ideology. Ted talks about work-life balance. In the T1 to the Mad Sea. Hundred likes. Do you feel this? Wir versuchen es nochmal mit ein bisschen mehr Publikumsinteraktion. Wir müssen so eine Stadion, so ein Stadion-Feeling ein bisschen arbeiten, finde ich noch. Das ist so ein, man nennt das Call Response. Okay. Okay. Also, Manfred wird call und wir werden responden. Genau. Das Wort dazu nennt sich Blackout. Das ist relativ einfach.
zwei Silben können wir uns alle merken. Es gibt doch keine Melodie, es ist einfach nur reingeschrieben. Genau, richtig. Von daher, wer auch eine Maultrommel oder so mit hat und einfach nur richtet sich an keinen Ton, ja? Auch Mundharmonika, egal. Ja? Wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen A Cappella. Okay. Eins, zwei, drei und 21st Century Blackout. Blackout! Okay, das ist schon gut, oder? So zwei, drei haben es verstanden. Okay, versuchen wir mal auf 5 zu erhöhen, okay? Eins, zwei, drei und 21st Century Blackout. Blackout! Bahn 5, gut, haben wir das Ziel? Ich hab 6 gefühlt. Okay, sagen. Gut. Dann würde ich sagen, mit Instrument lesen. Okay. Okay. Ist das ein? 21st Century Blackout. Blackout. Repeat after me. 21st Century Blackout. Blackout. Repeat after me. 21st Century Blackout. Blackout. Repeat after me. 21st Century Blackout. Applaudiert mal ein bisschen für euch selbst. Das war ein sehr schönes Blackout. Ja, ich hab's gespürt. Lieber Mischermann, kannst du mir noch ein wenig Bassgitarre auf meinem Monitor geben? Das könnte mir unter Umständen richtig gut reingehen. Warte mal, der Bass stimmt gerade. Ach ja? Du willst doch einen geraden Bass hören, oder? Ach komm, Eumel einfach rein, Junge. Einfach nein, schieben. Da geht was. Mehr bitte. Dankeschön. Und noch ein bisschen Gitarre. Ähnlich okay. Viel. Okay. Ja, cool. Okay. An unserer sympathischen Mundart kann man vielleicht heraushören, wir kommen aus Sachsen. Wir sind Atlas Ahead aus dem Motown Ostdeutschlands. Wir sind aus Chemnitz. Und wir freuen uns, hier zu sein. Ja, an diesem lauschigen Mittwochabend. Geil. Geil. Kann ich mir gar nicht besser vorstellen. Okay. Ich find's gut. Ich auch. So. Zählt uns das ein? Body Feet? Nee, aber End by Feet. Ach so, okay. Das habt ihr mir falsch angesagt, ihr Penner.
Werden wir ein letztes Mal diesen Refrain spielen. Und ich bin es leid, immer die ganze Zeit alleine singen zu müssen. Deswegen brauche ich euch wieder. Ich werde es vorsingen und ich hoffe, ihr werdet mir nachsingen. Erstmal ein bisschen.
Kräfte sammeln und Stimmen ölen. Spaß! Ihr auch? Klingt gut! Ihr müsst uns die 1, 2, 3 bis 60 schiefen Töne ein bisschen verzeihen, aber wenn es ein bisschen zu sehr abgeht bei uns hier vorne, dann können wir nicht mal stillhalten. Das wird dann super unkoordiniert, aber uns ist es wichtig, dass wir so mit euch gemeinsam im Moment so ein bisschen schwelgen können. Das nächste Lied ist von unserer zweiten EP, Outside In, welches wir schon vor ein paar Jahren released haben. Und es ist ein Band-Favorite. Und wir hoffen, euch gefällt es auch. Es heißt Dusk Till Dawn. Stretch the clock, take backwards the knee.
noch nicht bemerkt hat, wir sind eine Funkband. Und da gehört es natürlich dazu, seine geilsten Dance-Moves auszupacken. Eure Chance. Das ist ja doch ganz schön warm. Ich dachte schon, boah, wird vielleicht ein bisschen kalt. Aber ihr macht es schon. Schön. Geil. Was? Geil. Nee. Ich hab nichts mehr drunter, das willst du nicht. Also doch, ich hab noch so einen Pulli drunter, aber der ist festgewachsen. Ja. So ein Turtleneck aus Brusthaaren. Ja. Ja. Ja, vorhin hatten wir ein kleines süßes Interview gehabt und da wurden wir gefragt, wie es dazu kam, dass wir 2014 in den USA waren. Und wir waren tatsächlich dort. Falls ihr es wissen wollt, müsst ihr natürlich das Interview erstmal schauen. Und das erste Lied, was wir zusammen geschrieben haben, als wir zusammen in den USA unterwegs waren, ist das kommende. Das heißt Roundabout. Und wir haben versucht, so ein bisschen die Stimmung, die wir da so erlebt haben, einzufangen. Wir waren im Sommer, ja, trau dich. Also wenn eine Dame schon das Lasso auswirft, dann... We'll be right back.
no doubt. You were the girl I couldn't stop thinking. Can you see me? I'm standing next to you. I couldn't hide it, so I said it without any filter. Oh, take a deep breath before you say something. Extra Gefühl. Häuft uns mit Liebe an so einem Mittwochabend. Sind wir normalerweise nicht gewohnt.
Geht's euch gut soweit? Okay. Okay. Lass mich kurz nur mal meinen Schuh zubinden. Wir machen schon mal ein bisschen Atmo im Hintergrund. Gut. Aber Schuhbinden ist natürlich etwas, was durchaus seinen Reiz hat. Das Schuhbinden erfordert die Fähigkeit, einen Knoten und auch eine Schleife zu machen. Das ist also gar nicht so einfach. Am Ende des Tages muss also der... Okay, ich bin fertig, okay. Danke. Dr. Groove, macht mal ein bisschen Lärm für... sehr halbgar, mehr hat er nicht verdient. About you, how you look.
muss man auch manchmal aushalten. Solche Momente, da muss man es einfach so ein bisschen drin halten, ne? Wir sind ja nicht im Musikantenstadion. Mhm. Man muss nicht immer auf der Tonika enden. Wer erst neu hinzugekommen ist, wir sind immer noch Atlas Ahead aus der aus der Perle Ostdeutschlands. Aus Chemnitz. Freuen uns hier zu sein. Ja, wir haben supermäßig Bock gehabt und immer noch. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Hat uns jemand zufällig vor ungefähr 7 Jahren hier gesehen? Oh, das war ein wildes Konzert, was da passiert ist. Unglaublich. Ich will es gar nicht aussprechen. Okay, gut. Wer mitsingen kann, der soll mitsingen. Hey, erstmal ein bisschen Rhythmus reinbekommen. Baby, can't you see? Your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on. I'm addicted to you. Don't you know that you
Definitiv. Britney wäre stolz auf euch alle. Wir haben das Lied schon einige Male gespielt, auch vor mehr Personen, aber es war definitiv noch nie mit so viel Herzblut mitgesungen. Ja? Hey, wir haben noch ein bisschen Bock. Ich glaube, wir spielen noch so ein bis ein und drei Viertel Lied. Thank you.
so gütig. Manchmal geht es mit uns durch ein bisschen. Okay, wir kommen schon langsam so gegen Ende unseres Programms. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja, wollen uns nochmal bedanken bei der Organisation. Ja, auch für die, also wir haben uns super wohl gefühlt, wir sind schon um 6 angekommen, haben Chili con Carne bekommen, fühlen uns super gesättigt, hoffen, dass noch was übrig ist. Ja. wir wollen uns auch nochmal bei Anne-Kathrin und ihren Jungs bedanken. Macht nochmal ein bisschen Lärm. Und was ganz Besonderes, Anne-Kathrin hat heute so persönlich Karten mitgebracht und sie hat da ein paar, sie sind limitiert und wenn ihr einfach auf sie zukommt, dann gibt sie euch eine. Da steht dann so ganz, ganz nett Anne-Kathrin drauf und sehr, sehr nett gestaltet vor allen Dingen auch. Ja. So, gut. Schwör noch mal eins, oder? Ja, aber okay. Hallo, hallo. Every
noch nicht vorbei. Zum Ende. Aber wir verlassen hier die Bühne nicht, bevor hier nochmal der ganze Raum kocht, okay? Könnt ihr mir dabei helfen? Das obligatorische Mal, ich muss es noch zweimal fragen, dann muss es ein bisschen lauter kommen. Könnt ihr mir dabei helfen? Okay? Nehme ich euch soweit ab. Wir müssen jetzt so, unsere Musik ist eigentlich für 40.000 plus konzipiert. Kein Problem. Stellen wir einfach so ein bisschen labormäßig nach, okay? Pass auf, wir werden jetzt spannungsmäßig das aufbauen. Ihr merkt, es kribbelt dann so ein bisschen auch untenrum, ja? Von daher, erstmal alle runter. Und auf mein Kommando, wer es mit den Knien hat, ey, kein Problem, ja? Auf mein Kommando müssen wir dann so hoch springen, wie ihr könnt. Wir machen mit. Wir fallen möglicherweise von der Bühne, fangt uns einfach auf, okay? Schnürsenkel ist auch auf Full Risk. Ziemlich perfekt. Also ich würde sagen, unter Laborbedingungen hat es schon funktioniert. Als nächstes dann halt die 40.000 nur noch zusätzlich. Willkommen zu unserem allerletzten Lied und freuen uns, sind sehr, sehr dankbar, dass ihr hier seid. Vor allem zu einem Mittwoch. Ne? falls ihr noch Bock habt auf die Musik so fortführend oder falls ihr sagt, hey, ich will mir das mal in Ruhe anhören. Ne? Wir haben unser Debütalbum mit, das haben wir vor fast einem Jahr genau released und das haben wir als Vinyl, das haben wir auch als CD und vor allen Dingen, wir haben von unserer letzten Platte, haben wir noch so T-Shirts und wir schleppen seit ungefähr gefühlt 5 Jahren 5 T-Shirts in S mit uns rum, Damengrößen, von daher, wir machen heute richtig Ladies Night und hauen die für einen Fünfer oder so raus, ne? Aber ich muss euch vorwarnen, auch an die Herren, die jetzt denken, ja, es passt mir eigentlich ganz gut. Es ist schon für sehr, sehr, also schmale Personen. Aber hauen wir raus für einen Fünfer, so. Hauen wir raus. Ladies Night mäßig. Yeah, passt mir nicht, aber häng ich mir in den Schrank, geil. Genau, richtig. Und unser letztes Lied heißt Street Politics und vor allem in der jetzigen einfach Gesamtsituation ist es für uns immer wichtig, vor allem auch als Chemnitzer,
immer Haltung zu zeigen. Ja, vor allem, wenn wir sehen, dass irgendwie Ungerechtigkeit passiert, ist es für uns wichtig, dass wir uns selbst dazu ermutigen, Haltung zu zeigen. Und wir hoffen, dass es auch irgendwie, ja, bei euch ankommt oder rüberkommt. Danke.
Vielen, vielen lieben Dank und schönen Abend noch. Okay, da die Bühne ein bisschen zu eng ist, um jetzt irgendwie einen grandiosen Abgang zu machen und dann wieder hochzukommen, machen wir es jetzt gleich. Vielen, vielen lieben Dank. Es trifft uns sehr, sehr überraschend. Wir haben nichts vorbereitet, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß mit uns haben werdet. Ja, und natürlich muss ich erwähnen, wer von euch ein mobiles Endgerät besitzt und darauf auch Apps, Social Media installiert hat, der möge uns, wenn er mag, zur Weihnachtszeit ein kleines Geschenk machen und einfach so abonnieren oder like, je nachdem, ne? Wenn es euch gefallen hat. Nutzen, um meine Jungs vorzustellen. Zu meiner Linken befindet sich das Rückgrat dieser Band, der Kid zwischen Melodie und Rhythmus, mehrfach promoviert in Groovologie. Bitte einen großen Applaus für Dr. Groove! Danke, Lichtmann. Unser Fundament, unser Beatmaker, ja? Der feine Herr, der gar nicht da hinten sitzen müsste, aber da hinten sitzt, damit ein bisschen Attraktivität auch für uns noch übrig bleibt. Au! Hugo van Zack! Thank you.
uns kennen, wissen, wir bedienen ein Genre, es heißt Next Generation Funk. Und viele fragen sich immer, was hat dieses Next Generation eigentlich darin drin zu suchen? Das Next Generation findet ihr hier, und zwar in Form von Schlaucheffekten und wunderschönen Keyboardtönen. Earl Hipshake Hubert. Es war uns und es war mir eine Ehre, euch durch diesen Abend zu führen. Ein Abend voller Heiterkeit, Geselligkeit und hoffentlich auch Freundschaft. Das nennt man Stream of Consciousness. Your face lost in a pool of forgotten memory, chased by shadow of these tears. You grab your old warm guitar, playing songs of yesterday. Go, go, go!
Dank. Haut rein! Vielen, vielen lieben Dank. Macht nochmal ein bisschen Lärm für die Organisation, den Club. Oh mein Gott, ich liebe es! Wir waren Atlas Ahead aus Chemnitz und kommt uns nochmal besuchen in der Stadt. Ja, Stadt der Moderne. Haut rein!